Alter, was geht ab, Leute? Hunger bei der Giraffe. Und zwar ist das hier ein Pandir Crest. Oder eine Pandir Crest. Habe ich mir mal abgeholt. Wir holen noch ein paar andere ab. Und ja, über ein paar Shinies reden wir heute. Um genau zu sein, alle Shinies, die es momentan gibt, zeige ich euch mal im Überblick. Weil inzwischen sind das ja echt eine Menge. Und dann zeige ich euch auch nochmal meine Shiny. Weil ich relativ oft danach gefragt werde. Ja, schauen wir mal, was sonst noch so geht. Ob wir einen guten Pandir bekommen. Ich hoffe es. Okay, wir sind wieder zu Hause angekommen und haben hier alle drei Pandir-Quests. Ich hoffe mal, dass die nicht abstürzen. Aber ist eigentlich schon länger nicht passiert. Müssten die eigentlich behoben haben. 4,66. Nein, schade. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr schon einen guten habt. Ist immer noch Nummer 8. Bisher gibt es noch, also es gibt 8 verschiedene. Das ist Nummer 8. Bisher gibt es noch keinen anderen. So. Aber okay. Und 4,52. Den haben wir schon, glaube ich. Wir haben genau so einen schon. Critical. Bam. So muss laufen. Und der letzte. $4,57. Wir steigern uns. Das sind 9 weniger als ein 100er. Sprünge sind, keine Ahnung, um die 3 WP. 93 vielleicht. Checken wir mal die Werte. So. Tag, Defense. Oh, strong. Nee. Der ist nicht gut. Okay. So. Zeige ich euch mal alle meine Shiny. Ich blende hier auch eine Liste ein mit allen möglichen Shiny, die es bisher gibt. Und ihr könnt schon sehen, das ist eigentlich eine ziemlich große Liste, lange Liste. Hat sich jetzt so in der letzten Zeit immer mehr gehäuft. Es kommen immer mehr raus. Ich drehe mich mal so hin, damit ich auch noch die Liste sehe. Angefangen mit Bisasam. Bisasam am C-Day hat eine neue Attacke bekommen, ist ziemlich gut, mein Bestes. Also hier seht ihr, ich habe 4, also relativ schwach eigentlich. Vor allem jetzt Evoli C-Day, da haben sich die Leute beschwert, weil sie nur, was weiß ich, 10 oder so hatten oder 5 oder was weiß ich. Und ihr seht beim Bisasam C-Day, ich hatte gesamt nur 4 Shiny. Mein Bester, 96 Shiny, habe auch direkt gemaxt und auch bisher insgesamt mein bestes Shiny. Dann Glumanda C-Day, auch da hat er eine bessere Attacke bekommen und Glurak allgemein, Shiny sieht einfach geil aus. Natürlich schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht mit den verschiedenen Pokémon, welchen habt ihr alles in Shiny. Ich habe 5 von Glumanda, ne 6. 6 und das hier ist mein bestes Glurak. WP ziemlich low und nicht gemaxt hier. Ne, das ist nicht mal der Beste. Keine Ahnung, wieso ich den entwickelt habe. Oh, wahrscheinlich, weil er von dem WP hat, der Beste. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich keinen guten. Nächster C-Day. Shiggy mit Brille und ohne Brille. Mit Brille und ohne Brille. Habe ich beides entwickelt. Ich habe irgendwo in meinem Stapel noch einen 98er. Shiny mit Brille. Aber auch da habe ich nichts Besonderes. Ich habe einen Tutor entwickelt. Einfach damit ich einen habe, der die C-Day-Attacke kann. Aber heute geht es ja um Shinies und nicht um C-Day. Dann als nächstes Pikachu. Pichu habe ich keinen. Ich habe kein Glück mit den Eiern. Also alle Babys, die danach kommen, habe ich eh nicht. Könnt ihr schon mal euch so notieren. Und den gibt es sogar mit Hut, Partyhut, Shiny. Also den haben wir ja erst recht nicht. Aber wir haben ein normales Pikachu. Also Shiny Pikachu mit Hut haben wir. Und auch ein Raichu. Also 2 zusammen. Dann haben wir auch noch 2 normale. Mein erstes Shiny Pikachu habe ich, genau, aus Amsterdam. Ich war bei 3 Safari-Zonen und bei der dritten habe ich es erst bekommen. Und damals bei den Safari-Zonen waren eben Kapodon und Pikachu Shiny erhöht. Dann geht es weiter mit Mushas. Der kam letztens erst beim Wasser-Event. Und ich finde den ziemlich cool, vor allem auch Sus. Hat eine geile Farbe, finde ich. Und den habe ich zum Glück. Yay. Kann ich auch direkt für euch entwickeln. Von den anderen? Nee. Von denen habe ich alles entwickelt. Also wir entwickeln auch ein paar Shinies durch.
Weil ihr wisst ja, das wird auch im Pokédex angezeigt, dass man dann zum Beispiel jetzt auch das Shiny auch hat. Bam, Alter, wie geil sieht der aus, Mann. Als nächstes haben wir Carpador, das erste Shiny Pokémon mit dem roten Gagados. Ich habe mein erstes Shiny Carpador direkt am ersten Tag, wo Shiny Carpador rauskam, gefangen. Wir waren auf Shiny 100er Jagd. Damals wussten wir noch nicht, wie selten die sind. Und ja, ich habe kein einziges Shiny bekommen. Und auf dem Nachhauseweg, direkt vor der Haustür, habe ich noch eins bekommen. Dank dem YouTube-Gott. Er wollte, dass ich ein vollständiges Video habe. Das sage ich immer wieder. Nächstes, Evoli. Evoli Seedai war gerade erst. Ich habe 13, müsste ich haben, wenn ich richtig gezählt habe. Alle drei Entwicklungen direkt beim ersten Mal bekommen. Ich muss mir noch Psyano und Nachtara machen. War noch zu faul, um mit denen zu gehen. Und dann natürlich noch zwei für die neuen zwei, die dann kommen. Und dann noch eine für irgendwann in der Zukunft. Dann haben wir Ammonitas, Kabuto und Aerodactyl vom Gesteins-Event. Ich habe Ammonitas und Aerodactyl. Jeweils ein. Aerodactyl habe ich echt eine Menge gemacht. Sowohl Raids als auch Quests auf der Jagd nach dem 100er. Und ich habe nur ein Shiny bekommen. Und jetzt dann in Oberhausen. Da waren ja auch die Aerodactyl-Spawns erhöht. Da habe ich auch kein Shiny bekommen. Also bisher nur ein. Und jetzt sehen. Ah, Aquakönner Hydro-Pumpe. Gar nicht so schlecht. Und Shiny Ammonitas. Nächstes, Arktos. Mein erstes und einziges legendäres Shiny. Und davon auch nur ein. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass ich bisher kein einziges legendäres Shiny habe. Aber dann habe ich den doch noch bekommen. Ein. Aber seitdem dann wieder kein. Also kein Zapdos. Eigentlich relativ schlecht. Nichts Besonderes. Weil ich werde den auch nicht pushen oder so. Und ja, obwohl ich von den anderen eine Menge Raids gemacht habe. Kyogre, Ho-Oh, Lugia. Kein einziges Shiny. Sollte einfach nicht sein. Gratini. Gratini Seaday. War auch eines der ersten richtig krass gehypten Seadays. Ich habe 5. Tati und Alex haben 100er Shiny. Damals lief die Map noch und die haben gezielt 100er gejagt. Auf der Jagd nach dem 100er Shiny. Und die zwei hatten Glück. Sogar beim selben Dratini. Alles einmal durchentwickelt. Shiny Dragon ziemlich hässlich. Aber IV-technisch da auch nichts Besonderes. Dann Shiny Togepi. Beziehungsweise Togetic. Wie gesagt, nichts aus den Eiern bisher. Bezüglich Shinies. Also keine Shiny Babys. Die können wir alle schon mal streichen. Voltilam Seaday, ich habe genau, nee, ich habe mehr gefangen, aber ich habe bereits welche verschickt, weil habe ich echt nicht gebraucht. Ich habe einfach hier drei behalten, von jedem eins. Einfach aus Kandrachenpuls, Seaday Attacken, also nichts Besonderes. Dann Kamurks, das ist der neueste, den habe ich letztens erst gefangen. Deswegen mache ich auch dieses Video hier, hat mich daran erinnert. Viele sagen, Kamurks ist relativ selten, vor allem dafür, dass er so häufig ist. Der kriegt auch noch eine Entwicklung, also nicht schlecht. Lavita Seaday, oder? Nein, Wingenau. Als nächstes kommt Wingenau. Wie gesagt, keine Babys. Wingenau gibt es nicht Shiny Wild zu fangen. Nur das Baby kann man zu Shiny Wingenau entwickeln. Snubbull und Hundester gibt es momentan. Aber seitdem es die gibt als Shiny, bin ich keinem einzigen begegnet. Also ich hatte nicht mal die Chance auf ein Shiny. Jetzt kommen wir zu Lavita. Ich habe 2, 5, 8. Davon zwei Shiny Despota. 91 mein bester, aber nicht gemaxt, nicht gepusht. Habe ich bisher noch nicht das Verlangen, das Bedürfnis dafür. Aber auch da kein gutes bekommen. Aber der Stil ging ab, ihr wisst Bescheid. Dann kommen wieder zwei Legendäre, Lugia und Ho-Oh. Wie gesagt, ich habe keine Legendären, außer ein Arktos. Und dann haben wir Pfiffchen und die Weiterentwicklung, keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißt. Direkt am ersten Tag gefangen und den anderen, den hier, habe ich aus dem Ei. Mein erstes Shiny aus dem Ei. Dann Hageyama aus dem Kampf-Event. Ich habe genau ein Hageyama, ein Mediti bekommen. Den seht ihr hier unten. Also meistens kriege ich immer ein vom Event. Genauso wie hier zu Birgis. Das ist ja fast schon ein Jahr her. Oktober letztes Jahr. Was ziemlich heftig ist. Seitdem kein einziges mehr. Gehen wir gleich weiter zu den anderen Geistern. Drei Schuppel, auch ein, ein nach dem Event, so ein, zwei Tage nach dem Event, habe ich einen bekommen. Und dann die anderen zwei irgendwann im Verlauf, also nichts Besonderes. Und Zwirrlicht gar nicht. Jetzt seit einem Jahr fast kein einziges Shiny Zwirrlicht. Als nächstes haben wir Flunkiefer, zwei aus dem Raid, aber noch keinen guten dabei.
Dann Shiny Stolos, direkt am ersten Tag war ein großes Stoljuna-Nest. Ich bin hingegangen und habe ein Shiny Stoljuna gefangen. Das war geil. Medi-T, wie gesagt, oder Medi-Champions, Medi-Talis auf Deutsch. Und vom Chicago Go-Fest, ein Plus und ein Minon. Wie gesagt, meistens kriege ich ein von jedem Event. Goselia, 2 von Oberhausen. Ich habe gerade Oberhausen gesagt, ich meinte Dortmund. Vorhin habe ich auch Oberhausen gesagt, wo ich Dortmund meinte. Bei dem Aerodactyl habe ich Oberhausen, glaube ich, gesagt. Ich meinte aber Dortmund, Leute. So. Und dann 3 Shiny Wablu. Einen hatte ich schon und dann habe ich 2 aus, nicht Oberhausen, Dortmund. Und fehlen tut mir Walmer, Zwirlicht, Schnäppke, Libiskus und natürlich Kyogre. Ja, das waren alle meine Shiny und alle Shiny, die es gibt. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, welche Shiny ihr habt, welche euch noch fehlen. Mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben Magby übersehen. Magby gibt es auch Shiny, also Magma und Magby. Und dann demnächst Magbrand natürlich. Und Schuppet hätten wir noch entwickeln müssen für Barnett Shiny. Das mache ich hier noch schnell, auch wenn Screen Recorder schon aus ist. Moment. Da haben wir auch noch alle entwickelt. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare, welche Shinies ihr habt. Und ja, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.